Also wäre der jetzt ein bisschen weiter nach links gefahren, dann hätte man rechts vorbeifahren können. Oh, ein bisschen mitdenken, Autofahrer, bitte. Ein bisschen mitdenken, das wäre nicht so schlecht. Willkommen zu einem weiteren Motovlog von mir. Heute geht's zum, also ich fahre mit Kim ins Freibad. Ja, ganz einfach. Tut mir leid wegen den ganzen Windgeräuschen hier gerade im Helm. Ich habe keinen Halstuch rum, das bedeutet dann immer viel mehr Windgeräusche. Ja, jedenfalls fahre ich mit Kim ins Freibad und den Weg dahin und den Weg zurück mache ich einen Motovlog draus, dachte ich mir, ne? Da habe ich mich mal wieder nicht lumpen lassen und meine Kamera an den Helm dran gemacht. Ich bin in Textil unterwegs. Alter, die Windgeräusche sind echt überkrass. Also ich bin in Textil unterwegs, weil das einfach bequemer ist, wenn man irgendwie sich an- und ausziehen muss. Das ist einfach bequemer als ein Einteiler. Unter der Textilhose habe ich mir schon meine Badehose fertig drauf. Ganz chillige Sache. Ich bin gespannt, wie krass die Windgeräusche jetzt gleich sind, weil es ist überkrass windig. Ich weiß auch nicht, woran das genau liegt, dass es so überkrass windig ist, ey. So laut ist mein Helm eigentlich nie. Also man könnte jetzt denken, dass ich zu den beiden Tourern dazugehöre. Wie wir hier so zu dritt rumgurken. Obwohl die eine, die vor mir direkt, das ist weniger eine Tourer, mehr eine Shopper. Wieso fahren die so übelst, überkrass langsam? Alter. Ich finde es auch irgendwie immer unangenehm, Motorradfahrer zu überholen. Ich weiß nicht, Autofahrer juckt mich hier, aber Motorradfahrer zu überholen, finde ich irgendwie blöd. Oh, die biegen alle links ab. Der Bulli, die Motorräder, egal, ich ziehe da gleich vorbei, wenn es die Möglichkeit ergibt. Und er fährt hier drauf. Okay. Bin ich die schon mal losgeworden? Perfekt. Perfekt. Ah, wer ist denn da? Ja, da ist ja eine Kim. Hallo Kim. Hast du ja eingeholt. Juhu. Ja, wer ist denn da? Ja, moin. Schönes Bike. Wow, schöne Ninja. Ninja. Da ist die Kim, Kimi Kimko. Ich sage immer Kimi Kimko, am Anfang so richtig random. Spitzname für Kim ist jetzt Kimi Kimko. Wird Zeit, dass sie sich irgendwann eine Kimko holt. Oder halt eben auch nicht, ne? Nein, Kim ist gerade eben schon zu Hause eher losgefahren. Weil ich brauche immer so ein bisschen länger, um mich fertig zu machen. Weil ich bin ein bisschen langsam beim Fertigmachen. Die Zeit hole ich dann auf der Straße wieder raus, ne? Ist klar! 125 Kubik, 1000 Kubik, bisschen Unterschied. Ja, es geht für uns beide ab ins Freibad, aber wir müssen noch einen Zwischenstopp einlegen und Kim muss sich Badesachen holen. Ja. Ach so, ich wollte noch mal fragen, ich habe in meinem letzten Video, mein letztes Video habe ich mal in 2,7K hochgeladen, das Video. 2,7K ist so das, was ich aufnehmen kann mit der Kamera. Wo ich aber immer noch diesen super Weitwinkel benutzen kann und 60 Bilder pro Sekunde in den Aufnahmen habe. Also 2,7K die nächsten Videos nur noch, könnte ich euch anbieten. Ich weiß nicht, weil das letzte Video und dieses Video ist in 2,7K. Findet ihr das geiler? Seht ihr überhaupt einen Unterschied? Also ich weiß, auf dem Handy sieht man da nicht so krassen Unterschied, aber so ein bisschen Unterschied, wenn ihr euch das 1:1 so vergleicht. Full HD und 2,7K, dann müsst ihr da eigentlich einen Unterschied merken. Wenn nicht, dann solltet ihr mal überlegen, einen Optiker aufzusuchen. Ja. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Zum Freibad gehen ohne Handtuch ist irgendwie blöd, oder? Ich habe kein Handtuch reingepackt. Ups. Ich muss gleich mal gucken, ob ich mir von Kim ein Handtuch leihen kann. Das wäre super cool. Am besten so ein fancy pinkes Handtuch. So ein pinkes Handtuch wäre schon cool, aber Kim ist nicht so eine, die gerne irgendwie pink viel hat.
Sie ist eher der Typ, dass sie blaue Sachen toller findet. So ein schönes, geiles Blau. So wie ihre Ventilkappen. Die sind auch in Blau. Sind sie schon belegt? Sind sie schon belegt? Ich würde gerne mal bei Ihnen landen. Bei dir waren die ganze Zeit auch Autos vor dir, ne? Ich hatte, oh, es ist grün. Ups. Wir sind voll vertieft im Gespräch und dann ist es die Ampel schon grün und wir merken es nicht. Ne, also ich wollte Kim gerade eigentlich erzählen, dass da eben diese drei, wo diese zwei Motorradfahrer vor mir waren, die sind in den Kurven da mit 30 rumgegurkt, weil der Wagen vor uns auch so langsam war. Boah, sind aber mal 26 oder 27 Grad, ne? In der Sonne knallt richtig einen in die Fresse, diese Temperatur. Boah, der Tunnel des Todes. Oh, das ist immer so schön, ne? Ja. Ich hab ein E-Bike. Was macht sie da? Dein Ständer ist noch draußen. Supi. Komm ich nicht rum. Scheiße. Jetzt aber. So, wir haben jetzt den Zwischenstopp gemacht. Haben uns ausgerüstet. Ich habe ein Handtuch mehr ausborgen können. Ich habe meinen Rucksack immer noch hinten drauf, oder? Nee, doch nicht. Das hat sich nur so angefühlt, oder? Nee, ich habe keinen Rucksack hinten drauf. Ich dachte gerade irgendwie. Irgendwie hatte ich das gerade so im Kopf, dass ich den Rucksack noch hinten drauf habe. Jetzt geht's auf jeden Fall ab zum Freibad. Ich bin schon so warm, ich springe da gleich direkt schon in Klamotten rein am besten. Aber ich mache euch keine Aufnahmen da am Freibad, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Also wäre der jetzt ein bisschen weiter nach links gefahren, dann hätte man rechts vorbeifahren können. Oh, ein bisschen mitdenken, Autofahrer, bitte. Ein bisschen mitdenken, das wär nicht so schlecht. Seht ihr das da hinten? Seht ihr das? Da oben, wo Graffiti drauf ist? Seht ihr das da drunter? Genau. Ein Tunnel. Da gibt's gleich Soundexplosion des Todes. Einmal wie sie auf für euch, danke, ne? Und. Oh. Wie ein Kampfschrei. Aber, oder wie Lutscher sagen würde, wie ein Tiger. Nee, ein Puma? Ein Puma oder ein Tiger? Wie ein Puma, der einen ins Gesicht springt. Oh, wir müssen ja ab. Ins Gesicht springt oder ins Gesicht? Ja, wie auch immer. Zitat von Lutscher, nicht Puma. Ist auf jeden Fall geglückt. So, wo ist hier das Freibad? Freibad Hiddenhausen. Keine Ahnung, wo das hier ist. Ich war hier noch nie. Okay. Müssen wir uns jetzt gleich mal. Ich sehe eher so Wohnsiedlungen, wo wir hier langfahren. Weniger ein Freibad, aber Kim wird sich wohl hier auskennen, ne? Hier rechts. Das sieht doch schon mehr aus. Hier stehen so viele Autos. Ich glaube, es ist rappelvoll hier. Ach du Kacke. Ach, hier ist das Freibad. Krass. Ganz schön kalt hier, ne? Viel zu voll. Viel zu voll. So, wir sind jetzt beim Freibad. Für euch sind wir gleich wieder auf dem Bike auf dem Rückweg. So Leute, wir sind wieder vom Freibad zurück. Hier ist Kim. Da ist noch aber einer. Ist laut, ne? Ich habe meine Winkel ausgebaut. Wie man vielleicht fahren sollte. Junge, ey, kein Winkel da drin. Das ist Lautstärke ohne Ende. So, ganz leise an der Ampel.
Das sind Schüsse. Wir sind im Krieg. Das ist der Tunnel. Also wir sind jetzt auf dem, ich habe gerade voll verplant zu reden. Wir sind auf dem Rückweg vom Freibad. Wir sind auf dem Rückweg vom Freibad. Freibad war gut. Wir sind alle schön braun geworden. Wir sehen, das ist braune Negermenschen. Ich habe das Negerwort gesagt. Sorry, ich meine es nicht persönlich. Wir sind einfach tolle Menschen. Ich hab nichts gegen niemanden. Also, keiner soll sich angegriffen fühlen. Wir halten jetzt noch beim Edeka und so. Das packe ich aber nicht mit ins Video rein. Ich wollte euch nur jetzt noch Tschüss sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Monovlog, Leute. Schütteli! Thank you.